Und damit herzlichst willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect. Wir sind immer noch auf diesem Planeten Pharos. Und wir müssen kurz zurück zur Basis. Also zum Ausgangspunkt. Denn die Leute sind da wohl jetzt durchgedreht. Wahrscheinlich von diesem Torianer. Torianer? Ich glaube Torianer. Wurden die in Besitz genommen? Jetzt dachte ich schon, hä? Da stimmt was nicht. Der Geth Titan. Das ist die neue Grafikkarte von den Reapern. Habe ich das eigentlich schon ausgerüstet? Da war doch irgendwas mit Granaten. Ja. So sehen die aus. Torianische Creeper. Keinerlei Infektion hat das Potenzial, einen Menschen so zu verändern. Das ist ein absolut unbekanntes Phänomen. Die Kolonisten dürfen keinen Schaden nehmen. Auch wenn der Torianer sie zum Angriff auf uns zwingt. Dafür haben wir die Gasgranaten. Befehl verstanden, Commander Shepard. Ja gut, aber das sind noch nicht die Kolonisten, nicht, dass ihr euch wundert, ja. Warum schießt denn? Also die Kolonisten kann man schon noch als Mensch erkennen. Ich hoffe nur, ich habe genug Granaten. Also das Zombie-Zeug, das muss wirklich, ja gut, zu dem Zeitpunkt, 2007, waren eigentlich die Zombies jetzt noch nicht so extrem präsent in den Spielen. Aber trotzdem, irgendwie war das schon immer präsent, weil letztendlich, an nichts anderes erinnert mich das jetzt auch, ne? Wir schützen ganz offensichtlich die Borealis. Wir müssen eines der Frachtmodule beiseite schaffen. Ja, ich bräuchte aber, glaube ich, fast ein bisschen mehr Granaten. So. Das
ist die Kransteuerung, Commander Shepard. Beherrschen Sie diese Funktionalität? Oh, warum hat das nicht funktioniert? Jetzt habe ich keine Granaten mehr. Gibt's hier nirgendwo welche zu looten? Kann ich das nicht knacken und massenweise Granaten aufheben? Nein. Granaten. Ich habe mich gewehrt, aber ich hatte keine Chance. Es war ein unvorstellbarer Schmerz. Ich war doch der Vorsteher. Die Leute haben mir vertraut. Er will, dass ich sie töte. Aber das lasse ich nicht zu. No. Niemals! Diese Dreckspflanze. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall viel mehr von diesen ekelhaften Creepern. Das erinnert mich fast so ein bisschen an die diese Zombies von den Geth da. Da ist schon das Ding. Und es ist tentakelig. Es sieht aus wie so ein... Okay, wir müssen jetzt diese Kreatur finden und bestimmen, was sie... Kila, was ist das? So eine Pflanze habe ich noch nie gesehen. Das könnte problematisch werden. Heißt Aliens. Eindringlinge. Jeder eurer Schritte ist ein Frevel. Tausende Fühler sagen mir, dass euer Fleisch nur für die Fäulnis gut ist. Ich spreche für den alten Trieb, wie ich es auch für Saren tat. Du befindest dich in und vor dem Turianer. Er befiehlt, dass du Ehrfurcht zeigst. Sie haben Saren etwas gegeben. Etwas, das ich brauche. Saren suchte nach Wissen über jene, die fort sind. Der alte Trieb schenkte zum ersten Mal im langen Zyklus einem fleischlichen Gehör. Geschäfte wurden ausgehandelt. Dann begannen die Kalten, das Fleisch zu töten, das den nächsten Zyklus hegte. Das Fleisch wurde freiwillig gegeben. Der alte Trieb entlarvt deine Worte als Lügen. Er wird nicht mehr zuhören. Ich werde nicht zulassen, dass Sie Ihre Sklaven behalten. Lassen Sie sie frei. Der Turianer wird nicht länger zuhören. Eure Leben sind kurz, aber dauern schon zu lange an. Euer Blut wird den Boden und den neuen Trieb nähren. Ja, ja. Passt schon. Level Up FTW. Mehr Gesundheit ist immer geil.
So. Ich hab doch aber eigentlich mehr. C5erl. Meine Katze dreht gerade durch. Hier drüben, Commander. Die freut sich so, dass ich das Let's Play mache. Macht das was? Nö. Tja. Ich glaube, das hat den gewünschten Effekt. Noch ein paar und es ist ernsthaft verwundet. Wieso Ghule, die Typen? Knoten. Was ist denn das da? Wo geht's denn weiter? Muss wahrscheinlich wieder zurück. Denn darum stehen da noch diese Creeper, die wahrscheinlich, ach, die sind schon wahr. Muss ich wieder runter? Eigentlich habe ich ja das alles schon mal gespielt. Kann ich noch nicht mehr erinnern. Doch wieder hoch. Da ist irgendwo eine Tür. Was? Da. Wo zur Hölle kommen die denn jetzt her? Tür? Ach, da oben geht's weiter. Nee. My bad. Los, aufstehen, Jungs. Ah, da standst du, du warst ein Schwein. Nicht damit gerechnet, dass ich deine Knoten kaputt mache.
vielleicht. Mensch, Mittelschwermensch. Stirb, Kartoffel, stirb, 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 Kartoffel. So. Und tschüss. So, waren das jetzt alle? Nein. Da ist nochmal so eine Asari. Das geht ab. Es geht ab, nochmal ein Level up. Gibt die Fitness her. So viel Gesundheit, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich damit machen soll. Natürlich geht es hier oben weiter. Selben Fehler darf ich natürlich nicht nochmal machen und wieder wie ein Doofer rumrennen. Wo geht's weiter, wenn der Weg eigentlich offensichtlich war? Ha! Letzter Knöterich. Du bist verletzt, Commander Shepard. Wir sind auf der richtigen Fährte. Hallo, ihr Knöterichs. Ich habe ja nichts gegen den grünen Daumen, aber irgendwo ist es dann doch wohl zu viel. Geballte Ladung hier. Ich tausche jetzt mal schnell meinen Granatenmod. Brauche kein Bench mehr jetzt. Komm, Brand. Brandsprengsatz, jawohl, auf geht's. Und jetzt habe ich keine mehr. So, der letzte im Bunde. Ich glaube, ich hätte ja auch noch eine andere Wahl gehabt. Es liegt immer an den Dialogoptionen, die man wählt. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich schätze, ich sollte Ihnen danken, dass Sie mich befreit haben. Wie sind Sie im Inneren dieses Dings gelandet? Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Venesia. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Venesia hatte die Macht vorhergesehen, die Saren haben würde. Deshalb verbündete sie sich mit ihm, um ihn auf einen sanfteren Weg zu führen. Aber Saren ist überzeugend, so kam Venesia vom Weg ab. Wollen Sie damit sagen, dass Saren den Verstand anderer kontrollieren kann? Venesia unterschätzte Saren, so wie ich. Schließlich glaubten wir an seine Sache und seine Ziele. Die Macht seines Einflusses ist beunruhigend. Venesia wollte den Fluss umlenken und wurde fortgespült.
Asari-Matriarchinnen gehören zu den intelligentesten und mächtigsten Wesen der Galaxis. Wie konnte so jemand unter Sarens Kontrolle geraten? Saren hat ein Schiff, ein so riesiges Kriegsschiff, wie sie es noch nie gesehen haben. Ennet is Sovereign. Es kann den Verstand seiner Anhänger dominieren. Sie werden mit Sarens Willen geimpft. Der Prozess ist subtil, kann Tage oder auch Wochen dauern, aber am Ende ist er unumstößlich. Ich war eine willige Sklavin, als Saren mich in diese Welt brachte. Er brauchte meine Biotik, um mit dem Turianer zu kommunizieren, um seine Geheimnisse zu erfahren. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Turianer zu stärken. Saren überlegt nicht lange, wenn es darum geht, seine Leute zu verraten. Er hat auch recht schnell den Turianer verraten. Als er hatte, was er wollte, befahl er seinen Geht, alle Beweise seiner Existenz zu vernichten. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Turianer an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. Was ist der Dechiffrierer? Und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen. Aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Turianer war hier, lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert. Als sie starben, verzehrte er sie. Sie wurden zu einem Teil von ihm. Dann hat der Turianer Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken. Und wie? Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Um ihn zu verstehen, benötigen sie Zugang zu den Erinnerungen der hiesigen Vorfahren. Eine Zeitspanne, die tausende Generationen von Proteanern umfasst. Ich spürte diese Erinnerungen der Vorfahren, den Dechiffrierer, als ich mit dem Bewusstsein des Turianers verschmolz. Unsere Identitäten verschmolzen, unsere Geister verwoben sich. Ein solches Wissen kann nicht gelehrt werden, es existiert einfach. Ich brauche den Dechiffrierer. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen meines Verstandes in den Ihren übertragen, wie ich es schon bei Saren tat. Versuchen Sie sich zu entspannen, Commander. Atmen Sie langsam und gleichmäßig. Lassen Sie Ihre physische Hülle gehen. Greifen Sie nach den Fäden, die uns miteinander verbinden. Jede Aktion schickt kleine Wellen durch die Galaxis. Jede Idee muss einen anderen Verstand berühren, um zu leben. Jedes Gefühl muss einen anderen Geist berühren. Wir sind alle miteinander verbunden. Alle lebendigen Wesen sind in einer einzigen, herrlichen Existenz vereint. Öffnen Sie sich dem Universum, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich habe ihnen den Dechiffrierer gegeben, so wie er Saren gegeben wurde. Die Erinnerungen der proteanischen Vorfahren sind jetzt ein Teil von ihnen. Was war das? Ist alles in Ordnung bei Ihnen, Commander Shepard? Ich habe etwas gesehen. Es ergab immer noch keinen Sinn. Ihnen wurde ein großes Geschenk gewährt. Die Erfahrung eines gesamten Volkes. Ihr Verstand wird etwas Zeit brauchen, um diese Informationen zu verarbeiten. Wir sollten zum Schiff zurückkehren, wo man sie beobachten kann. Es tut mir leid, wenn Sie Schmerzen hatten, aber es gab keinen anderen Weg. Sie brauchten den Dechiffrierer. Bald wird er Ihnen helfen, die Vision von dem Sender zu verstehen. Da Sie jetzt von dem Turianer befreit sind, was planen Sie da als nächstes? Wenn Sie erlauben, werde ich hier bei den Kolonisten bleiben. Sie haben fürchterlich gelitten und ich war an Ihrem Leiden beteiligt. Ich würde gern Wiedergutmachung leisten. Die Kolonisten werden alle Hilfe brauchen, die sie bekommen können. Sie werden froh sein, Sie an ihrer Seite zu haben. Danke, Commander. Möge das Schicksal Ihnen immer gewogen sein. Sie haben es geschafft. Da der Turianer weg ist, können wir alles wieder aufbauen.
Und wir sind Exogeni los. Wir sind wieder nur eine kleine, abgelegene Kolonie. Danke, Commander. Bitte, bitte, immer gern. Also ein paar von den Bildern aus der Vision hätten jetzt auch aus irgendeinem Horrorfilm sein können. So, kann man noch mit irgendjemand quatschen? Ich hatte gehofft, mit Ihnen reden zu können. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe im Moment wirklich keine Zeit. Verstehe. Ich mache jetzt keine Quest mehr auf dem Planeten. Ich muss einige Daten bergen. Es ist keine große Sache, wird aber gut bezahlt. Ich bin hier fertig. In Ordnung. Aber vergessen Sie nicht, dass Sie hier Geld verdienen können. Wollen wir denn noch mal reden? Was ich kann, um der Kolonie in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen. Ich schäme mich für die Leiden, die diese Leute ertragen mussten. Leben Sie wohl, Shiala. Leben Sie wohl, Commander. Ich wünsche Ihnen Glück für Ihre Suche. So, Fuck. Normandy. Okay. This way. Ich glaube, da müssen wir durch. Oder auch nicht. Endlich ist das verdammte Ding nicht mehr in meinem Kopf. Ich kann wieder schmerzfrei denken. Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Würde es helfen, wenn ich Ihnen ein paar Energiezellen von der Normandy bringe? Wir können sicher ein paar erübrigen. Ihr hochmodernes Schiff hat nicht die gleichen Bauteile wie unser alter Generator. Die Zellen sind nicht kompatibel. Wenn ich etwas finde, während ich mich umsehe, werde ich es in Ihre Richtung schicken. Danke, habe ich verpeilt. Ich weiß, ich kann wieder schmerzfrei denken. Danke. Dank Ihnen haben wir eine zweite Chance. Endlich können wir uns wieder normalen Problemen widmen. Zum Beispiel dem Problem der Wasserversorgung. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück. Wie gesagt, jetzt Mass Effect 1, keine Nebenquests mehr. Die Story selber ist viel geiler als die ganzen Nebenquests in dem Spiel. Jetzt müssen wir wahrscheinlich erst mal wieder dem Rat Bericht erstatten. Und dann kann man auch mal kurz mit den Freunden quatschen auf der Normandy. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Commander? Sie wirken so blass. Leiden Sie unter den Nachwirkungen der Dechiffrierung? Die Dechiffrierung hat mich mitgenommen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich besitze große Fachkenntnisse über die Proteaner. Wenn ich jetzt unser beider Bewusstsein verbinden würde, können wir vielleicht einige Bilder deuten. Tun Sie es, aber beeilen Sie sich. Wir haben nicht viel Zeit. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Das war unglaublich. All die Zeit, all meine Forschung. Ich hätte nie gedacht, dass... Tut mir leid. Diese Bilder waren so real. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Erfahrung so intensiv wäre. Sie haben einen bemerkenswert starken Willen, Commander. Was Sie durchgemacht und gesehen haben, hätte jemanden mit schwächerem Willen vernichtet. Was heißt das? Kommen Sie zum Punkt. Was haben Sie gesehen? Der Sender auf Eden Prime muss stark beschädigt gewesen sein. Es fehlen große Teile der Vision. Die Daten, die dem Commander übertragen wurden, sind unvollständig. Sie müssen doch irgendetwas gesehen haben. Im Grunde habe ich ja die in Ihren Visionen enthaltenen Daten lesen können. Zumindest das, was da war. Aber etwas fehlte eben. Saren muss die fehlenden Informationen haben. Vielleicht hat er einen anderen Sender gefunden. Wenn wir die fehlenden Daten der Vision finden könnten, dann... Oh...
Tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Dr. Chakwas sollte Sie besser untersuchen. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Ich habe den Bericht über Pharos gesendet, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Yes. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Commander, Exogeny hätte uns von dem Torianer erzählen sollen. Dann hätten Sie es wesentlich einfacher gehabt. Nur schade, dass Sie ihn nicht für Studienzwecke gefangen nehmen konnten, anstatt ihn zu vernichten. Der Torianer kontrollierte die Gedanken seiner Umwelt. Er hätte jeden, der ihn hätte untersuchen wollen, genauso kontrolliert. Vielleicht hatten Sie gut daran, so zu handeln. Immerhin konnten Sie die Kolonie retten. Aber natürlich wurde sie gerettet. Shepard würde so ziemlich alles in Kauf nehmen, um eine menschliche Kolonie zu retten. Das hatte nichts damit zu tun, dass es Menschen waren. Diese Leute brauchten einfach Hilfe. Bewundernswert. Aber manchmal müssen Spectres auch brutale Entscheidungen treffen. Ich hoffe, dass Sie dazu fähig sind, wenn es darauf ankommt. Leben Sie wohl, Commander. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht. So undankbar immer diese Lappen im Rad. Das ist unfassbar. Gut, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge gibt es dann wieder die kurze Quatschrunde mit allen anderen. Und dann geht die Story auch weiter. Bis zum nächsten Mal in Mass Effect.